Über der beliebten balearischen Ferieninsel Mallorca ist es am Sonntag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hubschrauber und einem Ultraleichtflugzeug gekommen. Dabei sind 7 Personen ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge soll es sich bei 4 Insassen des Helikopters um ein deutsches Paar mit 2 Kindern gehandelt haben. Nach der Kollision stürzten die Maschinen auf unbewohntes Gebiet. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher noch unklar. Die Regionalregierung der Balearen rief eine 3-tägige offizielle Trauerperiode aus.